Ja, hallo? Hallo Hazel, hier ist Lars Klingbeil von der SPD. Es ist jetzt 7.30 Uhr und wir waren eigentlich um 7 Uhr verabredet. Ah, Herr Klingbeil, hallo, die neue Praktikantin ist hier. Moin. Hi. Hallo, Lars Klingbeil. Hazel Brugger, ich bin sowas wie die Greta Thunberg der deutschen Comedy-Szene. Ja, das tut uns ja vielleicht mal ganz gut. Ich mache vielleicht den einen oder anderen bösen Witz heute, aber ich denke das nichts. Das ist man ist gewohnt in der SPD. Ja, das nichts wird so schlimm sein wie die eigentliche Situation, in der sie sich gerade befinden. So, ich muss jetzt über ins Parlament. Wir haben jetzt die Generaldebatte, die Kanzlerin spricht und du fängst einfach schon mal an und beantwortest ein paar Mails. Also wir kriegen immer so Bürgeranfragen per E-Mail oder per Post. Das hier ist jetzt was zum Klimaschutzpaket. Wenn es um eine CO2-Steuer geht, sollte auch das Pferd nicht vergessen werden. Die Millionen Freizeitpferde stehen auf den Weiden und verrichten ihre Notdurft und bringen ungezähltes Nitrat in den Boden. Ich hätte jetzt das hier zurückgeschickt. Sie sprechen vom Freizeitpferd. Lustig, denn so nenne ich meine Ehefrau auch manchmal. Nein, das geht nicht. Wieso nicht? Ich kann ja nicht so über meine Frau reden, dann ist sie wieder weg. Wenn der Anspruch ist, selbst Abgeordnete zu werden, dann müssen wir das ernst nehmen, weil sonst schreiben die uns ja nie wieder. Das ist doch gut, dann hast du viel mehr Freizeit. Ja. Da kann ich meine Unterschrift nicht drunter setzen. Ich versuche so alle zwei Wochen irgendwie mal ein Format zu machen, Facebook Live, Instagram Live oder eben Instagram Q&A, wo alle mir Fragen stellen können. Jetzt versuch mal so auszusehen, als fändest du es mega cool. Okay. Dom? Wie bist du zur Politik gekommen? Willst du lustig antworten oder, also weißt du, mit dem Bus oder? Ich sehe einfach bei deinen Sachen ein bisschen ein Problem, du hast eine sehr niedrige Gagdichte. Ja. Ach, Herr Scheuer, hallo. Hi. Oh, grüßt du den auch immer so nett oder nur, weil ich jetzt dabei bin? Nö, den grüße ich schon immer. Neulich mal irgendwie im Fahrstuhl, dann geht die Tür auf, dann steht da die Beine drin und so, da will man dann gar nicht in den Fahrstuhl rein. Aber auch nicht für ein Stockwerk und dann so leise reinpupsen und dann wieder rausgehen? Ja. Dann muss die Beine mit dem Klingbeilpups im Lift rumfahren? Sowas würde ich nie tun. Du musst ja schon ganz schön viel arbeiten, oder? Ja, das gehört dazu. Ist doch krass, wie viel du erreichen würdest, wenn du einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen würdest. Hier tagt jeden Dienstag die SPD-Bundestagsfraktion. 15 Uhr geht's los, meistens so bis 19 Uhr. Wie stelle ich mir das vor? So wie ein Poetry Slam, aber alle verlieren. Genau. Ist ja ein mega spannender Moment, irgendwie auch für alle SPD-Fans, die zuschauen. Wenn man hier einmal die Fraktion sieht. Hallo, genau, ihr zwei. Wir nehmen jetzt ein Video auf für die SPD in Oldenburg, die feiert 150 Jahre und ich schicke eine Grußbotschaft. Wer bei uns Mitglied ist, kann auch in Zukunft für Fortschritt und Zusammenhalt in unserem Land sorgen. Da muss ich dann so richtig draufsetzen, dass die Zeit haben zu aber lachen. Versuche ich ernst zu sagen, oder? Das kommt besser. Ja, mach einfach, tu so, als wäre es nicht ein Witz. Und dann sagen, wie cool die Zukunft wird. Kannst auch was erfinden. Musst du eigentlich. Gut. Okay, und Action. Liebe Genossinnen und Genossen, herzliche Grüße nach Oldenburg. Ich treffe mich jetzt mit Kevin Kühnert. Du bist sowas wie der Philipp Amthor der SPD. Ja, nur ein cooler. Genau. Können wir so stehen? Das ist jetzt so wie die Entwicklung des Menschen. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Wir finden das noch heraus im Moment. Wir essen jetzt eine Pizza, mein Abendessen. Ich weiß nicht, bei cool. Dir wahrscheinlich auch. Und ja. Wir quatschen jetzt zu ein bisschen oft. Über Politik. Das ich habe vier Jahreszeiten tatsächlich. Dann haben wir, ich hab die auch genommen. Was sind die vier Jahreszeiten bei der Juso? Dreimal Herbst und einmal Winter? Nein, es ist immer Frühjahr. Wir stehen ja am Anfang der Blüte sozusagen. Okay. Das kennt Lars auch noch, der war ja auch mal bei den Jusos unterwegs. Die Knospe ist einfach sehr lange zu. Die ist ja, aber dann wird die Blüte umso schöner. Ja, im Gegensatz zum Elend in der SPD hat dieser Arbeitstag wenigstens ein Ende. Vielen Dank und damit zurück ins Studio. Hans D. schreibt über die Heute-Show, ihr seid die richtigen Linkswichser, besonders Welke die Stradivari unter den Arschgeigen bei euch. Smileys, Freudentränen, Kuss mit Herz. Vielen Dank für Ihr freundliches Feedback. Für ein exklusives Geigensolo von Oliver Welke abonnieren Sie den Kanal.